weiß nicht, warum deine Mama dich abgegeben hat. Wenn du überleben willst, dann musst du jetzt kämpfen. Lass dich nicht im Stich. Auf mich kannst du zählen. Geht's ihm besser? Das ist fast schon ein kleines medizinisches Wunder. Wird er ganz gesund? Also ich denke, Sie können ruhigen Gewissens zu Dr. Eggers Hochzeit gehen. Tschüss. Du bist meine Ferne, meine Nähe und meine Aussicht. Markus, du bist mein Leben. Marie, du bist mein Jetzt, du bist mein Hier, du bist mein Immer. Marie, ich liebe dich mehr als mein Leben. Die Klinik, eine Katastrophe. Konnte ich nicht telefonieren. Alle zur Verfügung stehenden Ärzte wurden sofort informiert. Was genau ist passiert? Ein Busunfall. Rettungskräfte sind vor Ort? Ja, wir haben die Rückmeldung über 20 Schwerverletzte. Alle umliegenden Kliniken wurden sofort alarmiert. Es werden sämtliche Intensivkapazitäten benötigt. Verstehe. Wir sind gleich da. Es tut mir leid, Frau Professor, aber wir werden Sie brauchen. Wir kommen. Treffen Sie inzwischen die notwendigen Maßnahmen. Läuft. Schweres Busunglück in Helmerichstal. Wir müssen sofort los. Ich wünsche euch alles Gute. Alles Gute. Dankeschön. Danke. Sag mal. Oh. Ach komm jetzt. Was hast du denn? Was ist denn los? Busunglück in Helmrichstal. Es gibt viele Schwerverletzte. Liebe Hochzeitsgäste, wir sehen uns dann alle im Stellas, um das Brautpaar gebührend zu feiern. Sie organisieren mir das Areal vor der Notaufnahme. Steffen, Sie kümmern sich um eine weiträumige Absperrung, damit die Rettungskräfte umgehend vorfahren können. Weitere Bereitstellungsflächen in den Parkbereichen A und B. Wir brauchen so viele Intensivbetten wie möglich. Ach, und aus dem Labor alle Konserven null negativ in den Schockraum. Also die leichteren Fälle der letzten Tage, die legen wir zusammen. In die freien Räume Zusatzbetten, Monitore und Diagnosegeräte. Und auf Station 3 weitere Behandlungsräume herrichten. Und außerdem zusätzliches Versorgungsmaterial ordern. Okay. Transportmonitore und Anästhesiewagen bitte hinter der Notaufnahme bereithalten. Sobald die ersten Verletzten eintreffen, schnelle Anamnese in Abgleich mit dem Befunden der Notärzte. Notfälle sofort in die Schockräume und weitere Behandlungsmaßnahmen anleiten. Ja? Okay. Ja, da haben wir doch alle noch mal Schwein gehabt, dass Sie mit solchen Notsituationen gut klarkommen. Keine Sorge, Herr Krambach, Sie werden gleich behandelt. Linda, bitte schön, das kleine Sonographiegerät auf Zimmer 6 und die Infusionslösungen, Katrin, noch nicht auspacken. Wir müssen erst warten, welche Fälle reinkommen. Okay. Also
Passen Sie auf, Herr Krambach. Sie werden ganz normal vom Dr. Krasnitzer behandelt. Bloß heute ausnahmsweise im Altbau. Flur 7, Zimmer 3. Ja, das ist da drüben. Ina, bitte schön, zeigen Sie dem Herrn Krambach, wo er hin muss. Moment, sollen wir uns nicht lieber sputen und für ankommende Notfälle bereit sein? Mesut, ich habe alles im Griff. Aber auch in der Situation muss Zeit sein für ein gutes Wort. Okay. Zwei weitere Intensivzimmer sind eingerichtet. Technik ist genug da, aber uns fehlen halt einfach Leute. Ja, und Gott, halt haben die Karin und die Henriette frei. Ja, super. Und wie sollen wir das schaffen? Ach Gott. Wir schaffen das. Wir meinen. Wir lassen euch da nicht hängen. Gleich umziehen, Mädels. Super, ich hab doch gewusst, dass ich mehr von euch verlassen kann. Ersten Berichten zufolge erwarten wir polytraumatische Verletzungen, Schädelfrakturen, Rupturen im Bauchraum, innere Blutung, das volle Programm. Ausgerechnet am glücklichsten Tag unseres Lebens. Ach, ey. Das war doch klar, dass uns Ärzten was passieren kann. Bin mal gespannt, was passiert, wenn du mit unserem Baby in den Wehen liegst. Dann verschiebe ich wahrscheinlich die Geburt. Komm, lass uns. Ich kann nicht ertragen, wenn wir heute jemanden verlieren. Nee. Hilfst du mir mit dem Reißverschluss? Klar. Oh, Entschuldigung, ich wollte nicht stören. Das ist jetzt nichts, was Dr. Jung nicht schon gesehen hätte. Was? Vorsicht, Herrschaften, bitte anderswo umziehen. Schön, dass Sie da sind. Aber hier bricht gleich die Hölle los. Rein ins Eck. Alles klar beim jungen Paar? Ja, wir sind gleich fertig. Dienst ist Dienst. Ja, genießen Sie es. Ehe soll was Schönes sein. Ich gratuliere. Ich übrigens auch. Wie ist die Lage am Unfallort? Ja, die Verletzten werden noch geborgen. Hören ab. Hopp, Notaufnahme. Weiblichkeit Anfang 20, CCS initial bei 7, SAT3 gedeckt, fragliche Instabilität, frontotemporal. Stiffneck ist dran, was machen die Kopien? Allseits reagibel, keine weiteren Verletzungen. Bis jetzt 60 Milligramm Ketamin, 7 Milligramm wieder zu lahm. Okay. Druck 120, 80, Frequenz 76. Gut, wir machen weitere Kreislaufstabilisierung und ich brauche eine Traumaspirale, ja? Mach ich. CT? Unbedingt, ja. Patientin weiblich, Mitte 30, offene Rippenserienfraktur mit Spannungspneu. Nach der Thorax-Drainage Kreislauf stabil. Besteht die Möglichkeit einer verdeckten Aortenruptur? Ja, natürlich. Verdacht auf Aortenruptur. Sofort Ultraschall, dann OP2. Ja. Patient männlich, knapp 20, Fahrer des Unfallfahrzeugs. Fehlungsverletzung linker Oberschenkel. Beim Eintreffen wach und Kreislauf stabil. Verletzung durch die Autokarosse? Unter Analgesie konnte der Patient aus dem Auto gut rausgeschnitten werden. Bodycheck war soweit unauffällig. Unterhalb der Verletzung ist das Bein ischämisch. Blutdruck 140 zu 90, Herzfrequenz 92. Okay. 1, 2, 3. EKG, Angiografie. Genaue Diagnose vom Bein. Stabilität halten. Für die OP1 vorbereiten. Das ist die Kapelle, in der eure Großeltern Marie und Markus sich das Jawort gegeben haben. Und ratet mal, wer dieses super coole Video gerade macht. Euer Großonkel Lukas. Dreh die Kamera, Luki. Und das hier, das ist die wunderschöne Hochzeitskutsche. Ist die nicht cool? Und wie sehe ich aus? Perfekt. Damit sind Marie und Markus hier zur Kirche gefahren. Sie haben geheiratet und dann, ups, ein Notfall, wie immer. Jetzt, in diesem Moment, stehen sie gerade im OP und retten ein Menschenleben nach dem anderen. Ja, komm, mach weiter. Das wird das Hochzeitsvideo des Jahrhunderts. Alles klar? Ich
muss mich unbedingt bei meiner Mutter entschuldigen. Ich habe echt Scheiße gebaut. Ja, aber sieh doch auf. Jetzt habt ihr schon einen großen Schritt aufeinander zugemacht. Ja, aber ich muss mich noch richtig bei ihr entschuldigen. Ja, jetzt ist sie im Krankenhaus und hat keine Zeit. So wie dein Dad. Ich weiß, Ärzte eben. Ich kenne das. Und über ihr ach so wichtiges Ärzte-Dasein vergessen sie alles andere. Das war's wohl mit unserer Familie. Lust auf eine Spritztour? Hey Chef, können Sie uns zur Dorfstraße fahren? Gott. Zum Restaurant Stellas? Machen wir. Die Fahrt ist doch sowieso bezahlt. Los Der Verdacht auf Aortenruptur bei der 30-jährigen Patientin hat sich bestätigt. Marie sorgt für ihre Stabilität. OP übernehme ich. Dr. Lindner, Sie bleiben bei der Schädel-Hirntrauma-Patientin. Also die genaue Diagnose offenbart polytraumatische Verletzungen. Wie Sie sehen, ganz offensichtliches epidurales Hämatom. Ich bin der Meinung, das hat Vorrang. Die Frakturen, die fixieren wir einfach hinterher. Was meinen Sie? Ja, Sie operieren mit Frau Dr. Müller. Dr. Jung kann ja später bei Bedarf dazukommen. Der junge Mann mit der Fehlungsverletzung? Leistungssportler, großes Fußballtalent, wie ich mir habe sagen lassen. Ja, Benzena, Fahrer des Unfallwagens, angetrunken, Kreislauf zunehmend instabil. Noradrenalin? Läuft. Plasma-Expander ebenso. Weitere Symptome? Thorax-OP-Abdomen, sonografisch unauffällig. Keine freie Luft, keine Flüssigkeit. Traumaspirale im CT haben wir aufgrund des durch das Metallteil aufgetretenen Artefakts und des Kreislaufs nicht gefahren. Und der Beifahrer? Ist fast ohne Verletzung angeliefert worden. Das ist der Beifahrer, Jonas Ketter. Hm. Hatte offensichtlich einen Schutzengel, Schädel-Hirntrauma 1. Mhm. Schwester. Was ist mit Ben? Er hat geschrien, sein Bein. Ihr Freund ist auch bei uns. Wir haben schon alle notwendigen Maßnahmen eingeleitet. Ben und ich. Wir haben heute Morgen unseren Profivertrag unterschrieben. Das war der Hammer. Endlich Geld verdienen. Das Bein? Proximale Mehrfragmentsfraktur des Femur. Ausgedehnte Weichteilverletzungen. Kein Fußpuls in der Arteria popliteare und distal keine Dopplerfrequenz. Klingt übel. Ich auch so. Wir hatten nur zwei Gläschen Sekt. Auf die Karriere. Ben hat eine perfekte Schusstechnik. Das ist der Hammer. Und wenn er trippelt. Und warum sind Sie in dem Zustand überhaupt losgefahren? Ben. Er wollte unbedingt ins Trainingscamp. Ja, ich weiß, ich hätte ihn daran hindern sollen, aber ich war nur Beifahrer. Was ist mit seinem Bein? Ich denke, wir sollten wirklich alles versuchen, sonst bleibt nur die Amputation. Wir werden uns darum kümmern, dass der Mann wieder Fußball spielen kann. Es wird schon wieder. Ihr Freund wird vom Dr. Bernheimer operiert. Und der Herr Dr. Bernheimer ist ein ausgezeichneter Chirurg. So, ich gebe Ihnen jetzt ein Beruhigungsmittel auf Anweisung von Dr. Bernheimer. Danke. Dankeschön. Nur
Beifahrer. Schön. Profiverträge, super. Nach den vielen Schwerverletzten hat er nicht mal gefragt. Mesut. Wir sind da nicht im Gericht und du bist kein Staatsanwalt. Das ist ein Krankenhaus und du bist Pfleger. Aber du hast schon recht. Ich sehe das genauso. Alles okay? Ja, ganz entspannt. Wollen wir? Mhm. Der Ring. Gerade das Ja-Wort gegeben und schon holt uns der Alltag wieder ein. Aber nur kurz. Ja. Aber ich bin mal gespannt, wie das in der Zukunft wird, du. Das ist unser Beruf. Ein Glück, dass ihr beide Ärzte seid. Und für solche Fälle vollstes Verständnis füreinander aufbringen könnt. Ja, stimmt, aber in solchen Momenten ist das für uns auch nicht leicht. Hauptsache, ihr seid füreinander da. Sprecht offen und habt bloß keine Geheimnisse voreinander. Hm. Sie können mir eine Nachricht hinterlassen. Ich rufe zurück. Nein, tust du eben nicht. Ja, tut mir leid, Hannah. Ich war heute den ganzen Tag im Gericht. Hast du die SMS gekriegt? Wer war denn das gerade? Was ist denn das für ein Parfum? Was? Das, ach, das. Da hat die Frau Wenzel wahrscheinlich wieder mal ihren Mantel über meinen gehängt. Ein Tanzlokal in Leipzig. Was macht Thomas da? Johanna? Johanna, alles gut? Wir können. Okay. Thomas, gibt's was Neues aus der Klinik? Na, es scheint einfach länger zu dauern. Notfälle eben. Willst nicht wieder reinkommen? Ich komm gleich. Ich würde dann den Nachtisch servieren. In Ordnung? Ja, wir kommen auch gleich wieder rein. Ja, aber schau her, bei Hochzeiten passieren öfters so kleine Pannen. Aber hinterher gibt's ein rauschendes Fest. Kleine Pannen? Hm? Bei Ärzten ist halt das so. Am liebsten würde ich die Feier beenden. Nein, da wird gar nichts beendet. Wenn die fertig sind, kommen sie wieder rüber und wir feiern da weiter. Oder ich hab die Lösung. Thomas, komm mit, komm mit, komm mit. Thomas, komm. Markus, dein Ring. Dass ihr alle weg müsst in dem schönsten Moment, das tut mir leid. Haben Sie mal einen Sterilenstift? Schwester? Bringen Sie das zu meiner Frau? Mach ich. Aber jetzt konzentrieren wir uns ganz auf die OP. Okay? Sehr gerne, Dr. Lindner. Erstmal die Restblutungen stoppen. Wir müssen uns intraoperativ einen Überblick verschaffen, welche Gefäße wir anastomosieren können. Dann OP mit Blutsperre. Klappen. Oder wenn nicht genügend Platz ist, direkt die Arteria femoralis abklemmen. Anschließend beseitigen die Ischämie durch Gefäßnaht. Vielleicht können wir Safina Magna Interponat aus dem gesunden Oberschenkel entnehmen. Durch den Namen vorbereiten. Ja. Blutwerte weiter schlecht. Ich habe FFP nachbestellt, aber alle anderen Kliniken brauchen das auch. Das war zu erwarten. Wir haben wenig Zeit. Ja, und die werden wir nutzen. Wir retten hier nicht einfach bloß ein Bein. Der junge Mann hat einen Profivertrag als Fußballer. Alles klar? Ja, komm! Ja, komm, Junge. Alles, du machst es mit der Kiste und ich kümmere mich um den Rest. Ja, und kümmere dich um die Gäste, gell? So. Das ist der erste Streik. Und der zweite kommt zugleich. Das ist alles für Marie und Markus. Und für ihr zukünftiges Glück. Das wäre echt eine super Idee, Opa. Aber weißt du, Lukas, man muss immer das Beste draus machen. Ja. Was habt ihr für Heimlichkeiten?
Heimlichkeiten haben wir keine. Nur darf bei uns nicht jeder alles wissen. Ach so, bin ich jeder? Nein. Ja? Ja, wir sind noch hier. Ja, Moment. Hier, Antonio für dich. Antonio? Ja, was ist denn? Ja, wir fahren bloß schnell rüber. Wir kommen gleich wieder zurück. Ja, das schafft man schon. Jetzt sei nicht so nervös. Ja. Mei, diese ungeduldigen Italiener immer, glaubst du das? Also, ihr fahrt jetzt mit und passt danach auf die Kisten auf, gell? Achtung, Verbrauchtuch. Geht? Leben ist locker noch drin in dem jungen Mann. Puls ist da, Arterie langstreckig zerrissen. Heparin ist drin. Wir brauchen 15 cm. Femoralisklemme. Saugen. Stieltupfer. Das ist ein Einriss in der Vene. Oberholzhügel zum Anschlingen. Ja, komm! Naht atraumatisch 6x0 doppelt armiert. Kleinere Blutung mit Kauter. Das Gewebe ist stark verschmutzt. Spül mit großer 50 ml. Das ist viel Wundibridmon zu machen. Das geht immer tiefer. Wir brauchen mehr Zeit. Wir sollten die Situation nicht bis zum Letzten ausreizen. Druck fällt weiter. Wir schaffen das. Wir schaffen das, ja? Gebe 80% Sauerstoff. Dr. Jung. Guten Plan, Hammer. Danke. Den Rest mache ich allein. Gehen Sie rüber zu Dr. Lindner, der braucht Ihre Unterstützung sicher dringend. Kleiner Motor. Ich habe so viele Operationen durchgeführt. Aber wenn ich dann sehe, wie es pumpt, es ist immer wieder ein Wunder. Wir vergessen das viel zu oft. Wir nehmen das alles als viel zu selbstverständlich. Markus. Zu eurem Hochzeitswalzer. Mhm. Den werde ich mir auf keinen Fall entgehen lassen. Die Blutung der Meningea media konnten wir stillen. Ich dachte, wir räumen jetzt noch das Hämatom aus, die Knochensplitter, und dann sind wir schon fertig. Wie lief die OP an dem Fußballspieler? Soweit planmäßig. Hoppla. Pinzette, ja, danke. Nur ungewöhnlich tiefe Verletzungsstruktur. Ja, Bernheim operiert alleine weiter. Der muss heute Abend nicht tanzen. Der kann ruhig noch ein bisschen länger arbeiten. Marie, die Hautnaht ist dir gelungen. Dann ist ja doch noch alles gut gelaufen. Johanna, wir haben Extrasystolen. Polytype Extras. Das sieht nicht gut aus. Zwei Ampullen Atenol. Defi vorbereiten. Kammerflimmern könnt ihr einsetzen. Das muss nicht wahr sein. So, das war's bei uns. Ich schau gleich noch mal rüber in die anderen OPs. Ich denk mal, die OP meiner Mutter und meiner Frau, die sollte komplikationsfrei verlaufen sein, oder? Na ja, dann haben sie immerhin endlich Gelegenheit, in Ruhe ihre Hochzeit nachzufeiern. Wird ja wirklich höchste Zeit. Oh,
Bei Professor Lindners Patientin sieht es kritisch aus. Du darfst nicht sterben, nicht heute. Heute ist mein Hochzeitstag. Na los, kämpf um sie. Weg vom Tisch. Schuss! Noch ein Versuch. Dann. Weg vom Tisch. Schuss! Komm schon. Letzter Versuch. Laden. Weg vom Tisch. Schuss! Wir haben sie. Marie, du hast es geschafft. Sind Sie gar nicht auf der Hochzeitsfeier im Stellas? Okay, so eine Hochzeitsfeier ohne Brautpaar, das ist ja wie eine Suppe ohne Salz. Nein, Sie sind die Notfälle alle versorgt jetzt? Ja, ist soweit alles in Ordnung. Na, ist schon recht, ja. Gut, das passt dann. Das, was kommst du denn? Was wärst du denn gar so geheimnisvoll? Okay, ja. Sie sind gut. Aber nichts verraten, gell? Nein, nein, aber jetzt wird's ernst, ich muss verschwinden. Nichts. Können wir feiern? Warum kommen Sie nicht einfach mit? Ja, klar, gerne. Ich schaue dann später mal vorbei. Okay. Am liebsten würde ich eh alle Kollegen einladen. Nein. Nein? Nein. So, nein. So, jetzt aber schnell umziehen. So könnt ihr nicht auf die Hochzeitsfeier. Sagen Sie, operiert Dr. Bernheimer noch? Die OP ist noch im Laufen. Dann scheint es da ja doch noch zu Komplikationen gekommen zu sein. Sie entschuldigen mich. Maximaler Gerinnungstherapie, zunehmende Kreislaufinstabilität. Ich brauche 30 Minuten. Wir haben kein weiteres Plasma. Gerinnung katastrophal. Erste Anzeichen von Lungenödem. Wie viel Zeit haben wir dann? Kaum noch. Beatmungsdruck steigt immer mehr. Hör auf! Scheiße! Druck kritisch. Wir verlieren ihn. Okay. Amputation. Gleich steckst du wieder drin im Till. Perfekt. Feierlaune anschmeißen. War es wirklich so schlimm? Es war ganz schön heftig. Damit siehst du jetzt auch wieder romantisch aus. Mhm. Und lächeln, es ist dein Tag heute. Ja. Fast wäre schief gegangen. Hätten sie beinahe verloren und das am glücklichsten Tag meines Lebens. Aber sie hat's geschafft dank dir. Ja. Danke dir vielmals. Danke, danke, danke. Danke. Ja. Oh, Mädels, jetzt wird gefeiert, oder? Ich soll die Braut holen und ihr die Augen verbinden, sagt Alois. Komm. So. Hm? Fertig. Mhm. Gut. Ja. Linda. Herr Borowski. Alles gut gelaufen. Glückwunsch. Danke. Ja, dann,
wünsche ich Ihnen eine schöne Feier. Ganz lieb. Also. Herr Borowski? Sagen Sie, hätten Sie auch Lust, auf die Feier zu kommen? Ich dachte, es hieß nur für Familie und engste Freunde. Ja. Aber meine Verlobte, meine Frau, hat die Regeln gerade aufgeweicht, weil die Behandlungen der Patienten so gut verlaufen sind. Hat sie noch ein paar andere Kollegen eingeladen. Unter anderem Herr Dr. Jung. Ich verstehe. Ja, kommen Sie, oder? Ja, danke für die Einladung. Gerne. So, fertig werden. Ja. Jetzt wird der Bräutigam entführt. Oh. Ganze Pappe, ne? Ach. Ja. Herr Borowski. Bitte, ne? Sehr aufmerksam von Ihnen, dass Sie helfen wollten, Herr Kollege, weil Sie dürfen jetzt denken. Warten Sie, ich helfe Ihnen. Sie haben auf Haiti sowas wahrscheinlich öfter gemacht, als wir hier im bayerischen Hinterland. Wahrscheinlich, ja. Kennen Sie ja das Gefühl? Ja. Müsste mich jedes Mal wieder mit. Sie haben getan, was Sie konnten. Der Junge lebt. Das zählt. Bin ich wahrscheinlich ähnlich begeistert wie unser einbeiniger Fußballer. Er lebt. Das ist unser Erfolg. Schöne Zweckoptimismus-Phrase. Hilft nicht so wirklich, wenn einem gerade zum Heulen zumute ist. Würde Sie entlasten, wenn ich mit dem Jungen spreche. Warum? Ich habe keine Skrupel beim Überbringen von schlechten Nachrichten. Aber ich habe Skrupel. Und das ist vielleicht auch besser für den Jungen. Kommt, dann kommt die Hochzeit zum Brautpaar. Herzlichen Glückwunsch. Ach, danke. Ja, herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Danke, Opa. Danke. Ja, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Vielen Dank, dass ihr nicht nach Hause, sondern hier geblieben seid. Das freut uns sehr, oder? Ja. Vielen lieben Dank, dass du mich geheiratet hast. Auch im Trachtenanzug. Scheinbar ist die Ehe ein Abenteuer und mit dir wird es ein besonders schönes und ein besonders aufregendes. Ich liebe dich. Ich liebe dich auch. Und zwar im Trachtenanzug und auch ohne. So, aber jetzt wird getanzt. Euch beiden. Danke. Das kann man nur wünschen. Wo ist Roland? Der ist gerade eben erst mit der OP fertig geworden. Kannst du nicht zu ihm gehen? Und wenn er nicht kommen will, sag ihm, er muss. Weisung von der Chefin. Okay. Darf ich bitten? Ja, jetzt überlegen wir zu lang, sonst schnapp ich mir eine andere Tanzpartnerin. Aber du kannst doch gar nicht. Nicht gibt es.
Ja. Ich habe in Leipzig Tanzstunden. Deshalb war ich auch die letzten Tage so schwer erreichbar. Na, und weil ich so ein schlechter Lügner bin, dann habe ich einfach gar nicht zurückgerufen. Deswegen die Frauenstimme im Hintergrund und das Parfum auf deinem Jackett. Ja, das war von meiner Tanzpartnerin. Ich sollte in Zukunft besser aufpassen, wenn ich in die Nähe von schönen, fremden Frauen komme, gell? Ja, wenn du ihnen nicht zu nahe kommst, dann passt das schon. Wow! Mama mia. Wenn man bedenkt, was so alles schiefgelaufen ist. Tja, aber am Ende ist dann doch noch alles gut geworden. Es fehlt nur noch eins. Bambin. Kleiner Yilmaz, wie geht's dir? Von was träumst du gerade? Ja, wenn man das wüsste. Vielleicht träumt er von mir. Mit Sicherheit, Henriette. Wer bei dir so besonders gut aufkommt. Warum liegt er auch so ruhig und friedlich da? Der kleine Yilmaz ist auf jeden Fall gesund. Und der Programm zeigt mir aber auch schon. Als ich ihn das erste Mal auf dem Arm hatte, da war er total leicht und zart. Und er hat meine Nähe gleich gespürt. So, mein Fräulein, jetzt aber ab zur Feier. Auf geht's. Ich weiß, wie du dich jetzt fühlst. Du weißt ja auch, dass ich jetzt meine Ruhe brauche. Der Neandertaler zieht sich in seine Höhle zurück. Entschuldige bitte, ich bin etwas angeschlagen. Es war einfach ein beschissener Tag. Komm, der Tag ist vorbei. Komm mit zur Feier. Was können Markus und Marie dafür, dass wir Probleme haben? Nichts. Außerdem habe ich ausdrückliche Order der Klinikchefin. Du musst mitkommen. Ah ja. Ich zitiere nur Johanna. Also ich gehe jetzt feiern. Mach du, was du willst. Harter Tag heute, was? Geht so. Ich wollte noch Danke sagen für die tolle Hochzeitskiste. Ja. So schön. Gern geschehen, mein Mädel. Gern geschehen. Die sind von mir. Ja, die hast du selbst gestrickt. Ja, genau. Schau, alles ist da drin. Schön, gell? Danke. Wie wär's mit einem Tänzchen, ihr beiden?
Also ehrlich gesagt würde ich viel lieber mal mit diesem großen Fotokünstler da ein Tänzchen wagen. Wenn du erlaubst. Ja, freilich, kein Problem. Ich hab, glaube ich, sowieso was anderes vor. Aber danke nochmal für die Hochzeitszeitung. Ja, tschüss. Wo hast du nur die doofen Fotos her? Brüder. But later at night, she's feeling alright. I'm making the move, she's glancing, she'll buy. Yeah, my baby so bad. Du warst dein Leben, oder? Ja, so süß. Sag bloß. Ein Baby wäre schön, aber man muss schon dafür heiraten. Es ist gut, dass du das sagst. Was ist denn passiert? Ja, eben nichts, das ist das Problem. Marie! Ha? Alle mal herhören. Wir haben etwas ganz Wichtiges vergessen. Der Brautstrauß wird geworfen. Aufstellen. Okay, alle da? Eins, zwei, drei. Tatsache ist aber auch, dass sie eine Überdosis Barbiturate zu sich genommen hat. Ist schon klar, wer das ist, oder? Woher hat ihre Tochter die Narbe? Es hat sich ja bereits herumgesprochen, dass wir Verstärkung bekommen. Frau Dr. Isabel Jung. Esut, willst du mich heiraten? Was? Oh, Entschuldigung. Da bin ich erst gleich eingeschlafen.